Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berlet. Hallo. Und Christian Alner. Willkommen. Heute aus dem Homeoffice, aus gegebenem Anlass. Und damit hallo und willkommen zur 46. Folge der Online-Geister aus unserem wunderschönen Homeoffice in Halle an der Saale. Unser Thema der Sendung ist dann auch logischerweise Homeoffice aus gegebenem Anlass. Vorher bringen wir euch aber noch auch den aktuellen Stand. Online-Geister, Hausmeistereien. Letztes Mal ging es um das Hashtag. Und auf unserer Kapiert-Skala von 0 laiengeeignet bis 10 Fachidiot. Tristan, würdest du es wo einordnen wollen? Es ist so viel passiert in den letzten Wochen. Ich habe keinen Plan mehr, was wir eigentlich erzählt haben. Tut mir leid. Also ich würde es sogar wirklich irgendwo auf 0 und 1 einordnen. Also ich habe es noch ganz gut ja, im Gedächtnis. Ja, das war sehr grundlegend. Ja, wir haben wirklich erklärt, was ist ein Hashtag, wie funktioniert es, wofür wird es verwendet. Wir haben sogar eine Guideline gegeben. Wir wurden übrigens auch von Twitter mehrfach geretweetet. Also andere Leute auf Twitter haben uns geretweetet. Einfach für diese Studie von der Universität der Bundeswehr in München, wo wir dann mal zitiert haben draus mit diesen 10 Tipps, was gute Hashtags ausmachen. Also ich würde sagen, für einen Rundumschlag zum Thema Hashtag, wenn ihr gerade die Zeit habt, hört euch auf jeden Fall unsere Folge 45 an, onlinegeister.com. Ich fand es insgesamt ganz gut. Übrigens auch unsere Hörer, wir hatten im Livestream bei unserer Wiederholung am Freitag im Radio Spitze 32.000 Hörer. Das ist ein guter Spot. Danke, Radio Korax. Ja, also vielen Dank dafür. Ist auch ein bisschen höherer Wert. Also meistens haben wir irgendwas zwischen 20 und 30. 32 ist schon ein leichter Ausschlag nach oben. Genau, aber sonst sind noch ein paar Sachen passiert, die wir euch erzählen wollen, bevor wir zum Thema kommen. Clearview AI haben wir schon ein paar Mal erwähnt, letzte Folge 44. Die haben gemeldet, dass eine Kundenliste gestohlen wurde. Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert. Erstens arbeitet Clearview mit einer Reihe von staatlichen Behörden zusammen, die sicherlich kein Interesse daran haben, dass ihre Zusammenarbeit mit Clearview veröffentlicht wird. Zweitens stellt sich die Frage, wie sicher die Daten sind, die Clearview prozessiert. Immerhin nach einigen eigenen Angaben 3 Milliarden Fotos. Wir müssen kurz zusammenfassen, was Clearview machen, für die Folge 44 verpasst haben. Clearview hat Milliarden Fotos aus dem Internet gesammelt, damit eine Datenbank erstellt und verkauft diese Daten aktuell größtenteils an staatliche Behörden wie CIA, FBI, also verschiedene Bundesbehörden in den Vereinigten Staaten, vor allem eben Geheimdienste und Polizeistellen, die halt eben an möglichst Fotodaten interessiert sind, zum Beispiel einerseits zur Verbrechensbekämpfung, das ist dann immer die unschuldige Variante, andererseits natürlich auch zum Thema Überwachung. Und ja, denen ist jetzt halt eben eine Kundenliste gestohlen worden. War ja nur eine Frage der Zeit. Also, ja, Clearview verliert Pandoras Kiste. Außerdem hat Saudi-Arabien Twitter infiltriert und dazu hat BuzzFeed jetzt eine Story geschrieben, die sich interessant liest. Du hast da reingeschaut? Ja, genau. Also in BuzzFeed ging es darum, der Stories zufolge, die sie berichtet haben, hat es der Staat Saudi-Arabien geschafft, Mitarbeiter bei Twitter einzuschleusen, beziehungsweise von Twitter anheuern zu lassen, um an Informationen über saudi-arabische Dissidenten und Regimekritiker zu gelangen. Wir erinnern uns noch daran, der saudi-arabisch-stämmige Journalist Khashoggi, der in der, ich glaube, türkischen Botschaft Saudi-Arabiens umgebracht wurde und zerhackstückelt wurde und weggebracht wurde. Ist es noch mutmaßlich oder schon weiß bestätigt? Es ist effektiv bestätigt, würde ich sagen. Also es ist so, es ist alles ein bisschen dubios, der gesamte Kontext ist sehr dubios, aber es ist so verhältnismäßig bestätigt. Es gab auch öffentliche Rügen seitens der jeweiligen Länder, die da alle beteiligt waren, dass es so oder so ein Unding ist zu machen. Also es ist so, ich glaube, niemand möchte das richtig in den Mund nehmen, was da passiert ist. Aber es ist effektiv bestätigt und da sind wir halt eben auch gerade an der Stelle, derselbe Staat hat jetzt halt eben Agenten bei Twitter eingeschlossen. Also so viel zum Thema Geheimhaltung bei Social Media. Wenn eure Daten bei diesen Unternehmen liegen, dann ja, so viel dazu. Also ich will da einfach gar nicht mehr zu sagen müssen an der Stelle. Es sollte recht deutlich werden. Ich glaube, konkrete müssen wir es gar nicht mehr formulieren. Aber an der Stelle vielleicht was für News kommen, genau. In der Videobeschreibung wollte ich gerade sagen. Nein, in unseren Shownotes. Wir haben kein Video. Auch kein Livestream. Ja. Ich würde da für unsere Livestream-Freunde würde ich vielleicht am Donnerstag selbst wirklich einen Livestream machen, dass ihr uns dann wirklich auch mal live, mindestens einen von uns, sehen könnt. Aber müssen wir schauen in der aktuellen Situation einfach, wie was umzusetzen ist. Ich habe gerade wirklich sehr, sehr viel zu tun durch Kunden, die noch dieses und jenes haben möchten. Jetzt gerade auch im Kontext von Homeoffice, aber kommen wir noch dazu.
erzählen wir später, wie wir Homeoffice machen. Weitere Themen, noch mal kurz erwähnen, dass Twitter jetzt auch Stories testet, nennen das Fleets. Also auf Instagram kennt man vielleicht die Stories, da kenne ich die zumindest her, so einzelne Fotos und Geschichte erzählen. Und nicht nur Twitter arbeitet an Stories, sondern auch LinkedIn arbeitet gerade an etwas Ähnlichem und Spotify testet momentan auch Stories als Influencer-Format. Wie sollen die denn bei Spotify aussehen? So kleine Häppchen-Podcasts oder inwiefern? Deswegen testet Spotify ja jetzt auch gerade, aber generell das Story-Format, also diese sich in der Regel nach 24 Stunden selbst löschenden Bild- und Videoschnipsel, die dann so Diashow-mäßig aneinandergereiht werden, die sind offensichtlich immer beliebter, deswegen halt eben Twitter, LinkedIn, Spotify, die wollen jetzt halt eben auch ein Stückchen vom Kuchen abhaben. Und ich hatte zum Beispiel gerade letzte Woche mich mit einer Bekannten unterhalten, die ist so um die 20 und hat dann auch erzählt, wie das bei denen dann aktuell läuft, wenn die Veranstaltungen machen, seien es jetzt Feste, Feiern, sonst was, wo halt andere zum Beispiel bei den sozialen Netzwerken wie Facebook, LinkedIn etc., da einfach eine Veranstaltung erstellen, wird dann dort einfach eine meistens Instagram-Story erstellt und die wird dann einfach geteilt. Und so läuft das Ganze da. Also insofern gerade bei den U20, U25-Jährigen sind diese Story-Formate durchaus sehr populär und ja, dann experimentieren jetzt halt eben auch einige Unternehmen damit. Was auch sehr populär ist, ist immer noch die Geräte von Apple, insbesondere natürlich iPhones, aber auch MacBooks. Und Apple hat jetzt bestimmt, dass Filmbösewichte keine iPhones mehr benutzen sollen, weil das ein schlechtes Image macht, wenn eine böse Person, deren Geräte benutzt. Und da verweise ich mal direkt auf unsere Folgen von den Online-Gastern. Die Folgen Nummer 12, Emotionen im Internet. Folge Nummer 33, Manipulation online. Und den Start von Folge Nummer 34, wo wir uns nochmal zu Folge 33 ein bisschen geäußert haben. Also die Folgen 12, 33 und 34. Wir machen euch da, wenn wir uns mit Neuromarketing auseinandersetzen, auch nochmal eine Sammelepisode draus. Aber Apple selbst ist ja durchaus bekannt für, dass die da sehr, sehr gerne Dinge beschließen. Zum Beispiel gerade im Bereich Framing, das hatten wir in Folge 34 kurz besprochen, bei Apple werden ja Geräte niemals heiß. Sie werden nur warm. Oh ja, genau. Also das ist wichtig, dass so... Insofern auch nur die Helden dürfen iPhones verwenden. Wichtig zu sein, das ist auch, nicht wenn unbedingt nötig, das Haus zu verlassen. Und deswegen wurde letzte Woche Bandprobe abgesagt. Und deswegen habe ich ein schönes Add-on, Browser-Add-on gefunden, Netflix-Party, wo man mit fremden Leuten im Internet sich einen Link teilen kann, alle gemeinsam den gleichen Film gucken und im Chatfenster unterhalten können. Und mit ein paar Leuten von Twitter habe ich mir letzte Woche mal Mia angesehen. Film, den ich sehr empfehlen kann, wenn man die Musik von ABBA mag. Und deswegen Mamma Mia von ABBA.